Guten Morgen bei Kristallwolken. Sowieso ist alles sehr seltsam. Wir haben nämlich die Warbears Adventures. Also Bären, die im Krieg sind, durchgehend, deshalb nennt man sie Warbears. Und wenn man nicht mehr im Krieg ist, dann nennt man sie, dann werden sie erschossen. Ja, komm, lassen wir so. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Es ist ein Weihnachts... Okay, für den neuen Warbot braucht er neue Komponenten. Bis dann. Warte, Lukas. Ich brauche auch noch ein paar Sachen. Tschüss, warum freut er sich? Sie sind drauf reingefallen. Pinguine, seid ihr bereit? Habt ihr Dekoration gebracht? Oh, auch Warbears wollen Weihnachten feiern. Hallo zu Bobs Einrichtungsladen. Heute haben wir besondere Preise. Also besonders für mich. Hi, alter Dude. Ich will ein paar Sachen abholen, die ich geordert habe. Ja super, ja klar, wir haben gerade erst einen neuen Felsscanner installiert. Du weißt also, was zu tun ist. Und du hast ein Paket. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Danke, Dude. Es ist ein Point-and-Click. Hallo, Bob. Ich rede mal mit Bob. Was muss ich denn machen? Was muss ich nochmal machen? Um einkaufen zu können? Was hast du diesen Morgen getrunken? Milch oder Amnesie? Haha. Benutz einfach nur den Fail-Scanner. Wird dann die DNA erkennen und den Shop-Modus aktivieren. Ach so, ja. Okay. Wo ist denn der Scanner? First Scan Button. Button. Okay. Lukas geht dahin. Dann scan mal. Nichts passiert. Warum seid ihr Warbears? Geh mal hier hin. Es sieht so aus, als hätte Bob den First Scanner installiert. Fass das nicht an. Klar, Dude. Probier's nochmal. Ja, dann müssen wir wohl mit Bob reden. Ja, ist in Ordnung, danke. Bob, ey. Du kannst ja gar nichts. Du hast gar nicht so viel Sachen. Ey, Bob. Der Scanner, ey. Ist nichts passiert, als ich den Knopf gedrückt hab, ey. Dude. Oh, ja, ich muss es erst, freischalten, da ich es noch nie benutzt hab. Ich muss mal den Geheimcode eingeben. Dude. 5. 5. 5. Der beste geheime Code ever. Jetzt sollte es funktionieren. Danke, Dude. Es ist seltsam, wenn einer mit der sowas anhat und so eine Brille hat und so Dude sagt. Naja, das ist diskriminierend, ich weiß. Total. Oh, ist das oben nicht irgendwie so eine große Marke mit dem Riesen, wo dieser dicke Mann drauf gesessen hat? Naja. Nee, ist auch was anderes, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wo ist eigentlich mein Kumpel da mit dem Pinguin? Und was soll das Ganze mit Weihnachten? Ich meine, das ist hier ein Weihnachtsbaum. Weihnachten. Ja. Schmeiß einen Weihnachtsbaum rein, das ist Weihnachten. Du hast eine Frühgeburt. Weihnachten. Oder? Tut mir leid, ihr Kind ist gestorben. Yay, Weihnachten. Ja, wir fallen die ganze Zeit nur böse Sachen ein. Vielleicht, weil Jesus ein Baby war. Irgendwann mal. Für lange, lange Zeit, bis er gestorben ist. Und dann ist er in den Himmel gekommen. Warum ist er nicht als Baby in den Himmel gekommen? Okay, ist egal. Wo war ich? Genau, Weihnachten. Der Fisch hat auch Weihnachten. Weil hier ein Weihnachtsbaum ist. Gaskammer, Weihnachtsbaum. Schon gut. Willkommen zum Felsscanner 3K bei Darkcode. Bitte treten Sie auf die Plattform. Wow. Wir werden nun etwas Fell entnehmen.
Was zum... erfolgreich Fell entnommen. Wir werden DNA nun erkennen. Du bist Warberg, klar. Okay. Das hat mich ziemlich Angst gemacht. Der wollte mich eigentlich umbringen. Weißt du, moderne Technologie halt. Der Modus wurde jetzt. Oh, ach so. Ah. Warbears Shop. Er macht hier alles. Bob, du bist ja mal einer. Und er hat gesagt, es ist abgebrochen worden, alle umzubringen. Also ihn schrecklich zu töten. So, will ich alles haben. Gucken wir mal an. Ein einmal benutzbarer Teaser. Ja, natürlich nehmen wir. Ich brauche das nicht wirklich. Was weiß ich, was du brauchst? Brauchst du Batterien? Nickel-Hydrogen-Batterien. Ja, brauchst du die? Okay, scheinbar schon. Credits. Du verkaufst Credits. Achso, denn jeder braucht, ja. Aber das ist unsere Währung. Das ist nur so, weil du niemals das Land verlassen hast. Er meinte eben sowas wie James Bond. Wie viel kostet für 500 Credits? 1000 Credits. Na okay, lieber nicht. Gut, er meinte, weil... Hey, ich habe auch eine Familie. Ich werde auf jeden Fall irgendwann meine haben. Er meinte, James Bond geht in verschiedene Länder und braucht da verschiedene Währungen. Und er meinte, aber das ist unsere Währung. Warum sollte das? Ja, das kommt daher, da du nicht aus anderen Ländern kommst. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber er ist halt ein bisschen dumm, Bob. Hacking-Gerät. Frag mich, wer das bestellt hat. Es ist doch eigentlich nur ein Spielzeug. Mitnehmen. Brauche ich nicht. Bestimmt, weil du ein Angeber bist, ne? Neonlichter. Oh, extra, das extra starke Neonlicht, das ich bestellt hatte. Oh, voll die Animation. Gut, wo sind jetzt die Kabel? Irgendwo müssen die Kabel hier sein. Dann machen wir uns eine Map. Was ist das? Eine BTC-Map. Ja, nimm. I don't know what you want from me. Gut, dann geh nochmal in die Toolbox, ey, Alter. Irgendwo sollen... Nee, berühr das nicht. Okay, ist gut. Dann muss ich jetzt wieder Bob fragen, denke ich mal. Weil nirgends die Kabel sind für mein tolles Neonlicht. Wofür brauchst du Neonlicht? Machst du Filme? Wo sind die Kabel? Hey, Bob. Ich kann etwas nicht finden, was ich eigentlich geordert hatte. Es ist da, wenn du es bestellt hattest. Okay, ich werde nochmal gucken. Nein. Bist du blöd? Okay, dann... Hä? Was ist denn das für ein Weihnachtsspiel? Das ist kein Weihnachtsspiel. Stil. Guck hier nochmal. Vielleicht sind die hier dabei. Nimm die. Die sind immer noch nicht da. Ach so. Es ist von Dark Core Corp. Wow, ein AR-Prototyp. Eine Brille von denen. Die sind ziemlich weit fortgeschritten. Ich sollte sie anziehen. Okay, das erste Rätsel. Okay, dann zieh sie an. Probier sie mal an. Süß. Tsching. Ich sehe immer noch nichts. Meine Einkaufsliste. Nickelbatterien. Extra helle Neonlichter und starke Kabel.
Gut. Ja, die habe ich beide schon. What the fuck? Willkommen zur Augmented Reality. Was heißt das eigentlich? Das, was auch der 3DS kann. Ich helfe dir. Wow, das ist total cool. Redet er mit sich selbst? Was kannst du denn machen? Ich kann verschiedene Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel kann ich Sachen suchen und mit der virtuellen Realität interagieren. Was habe ich gesagt? Ist geil. Oh, ich kann nicht fassen, dass sie mir das umsonst gegeben haben. Gut, ich brauche Wires. Find Bob. Find Item. Finde mal die extra starken Kabel, weil Bob will, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich verarbeite die Anfrage. Oh, sehr starke. Wusste ich doch, das ist ein Hackerteil. Wusste es. Awesome. Super klasse. Geil. So. Okay. Dankeschön. Ist viel besser als Bob. Hä, doch. Achso. Fick dich, Spiel. Es war hinter diesem Spielzeug. Jetzt habe ich alles auf der Liste. Klau die Credits. Ah, Freu. Oh nein. Wo ist meine Brieftasche? Pinguine, seid ihr bereit? Oh, wo sind die Jungs? Ich frage mich, wo die Jungs sind. Klar. Was zum... Ich bin der böse Geist von Weihnachten. Du warst sehr, sehr, sehr unartig. Ich werde dich bestrafen. Mit dieser Wolke, die dich überall hin verfolgt. Na dann. Sehr lustig, Steve. Oh nein, wir wurden schon erkannt. Nein, die Brille. Ah. Ach, es ist doch nur Wasser, jetzt reg dich mal nicht so auf. Oh nein, der böse Geist von Weihnachten wird mich töten. Oh, ich glaube, das gibt Probleme. Lass uns lieber landen. Der ist ja auch einer. Wer wird mir das jetzt bezahlen? Ganz ruhig, mein Freund. Das ist normal für mich. Du hättest mal den Streich letzte Weihnacht sehen sollen. Ich dachte, bei Weihnachten geht es um Geschenke und nicht um Streiche. Du hast deine Tradition, ich habe meine. Verstehe ich bestimmt alles nicht. Und dass meine Tradition alles kaputt machen, also fast immer alles kaputt machen, steht jetzt nicht zur Debatte. Wo ist Klar hingegangen? Klar, wie mein Nachname. In meine Wohnung. Er hat sich in meinen Versteck, in meinen si sicheren Geheimraum versteckt. Ach, das muss ich also jetzt fixen. Wenn die Jungs das rausfinden, dann bin ich tot. Habe ich schon erwähnt, dass er elektrische Schüsse von sich gibt? Nein, aber bitte sag's auch nicht. Was haben wir denn? Oh. Lass uns mal reinschauen, was in Klaas Wallet ist, also Klaas Portemonnaie, Kreditkarte. Entschuldigung, aber mein Kreditkartenlesegerät ist kaputt. Lies es einfach mal. Ich kann das nicht anziehen. Ja, dann eben nicht. Dann gehen wir halt hier hoch. Hui! Schön. Das muss man wohl benutzen, um die Tür zu öffnen. Ja, dann benutzt man. Und dieser Sound bedeutet, nein, du kommst ja nicht rein. Wirklich? Wirklich, Bob? Wirklich? Wie wichtig ist Bob eigentlich hier? Ach, Bob, ey, ist alles scheiße. Bitte lass mich da mal rein. Wie komme ich denn in den Raum rein? Ich glaube, dein Freund hat das System gehackt. Scheinbar ist er ein Superhacker oder so, Angeber.
Du musst einen anderen Weg finden, es zu öffnen. Ich kann raus. Ja, ja. Geh mal hier hin. Und jetzt halt die Fresse, sag mir nicht. Ach so, warte. Für ihn ist natürlich Hacken jetzt was. Ziemlich unnütz, das Zeug drin. Schraubenzieher und so. So, wir brauchen einen Taser. Er sagt bestimmt andere Sachen. Oh, irgendwas, was. Oh, ein billiges Teil, das irgendwie schöne Glitzer macht, dass es schön glitzert. So. Was sagt er denn zu den Credits? Hätte ich Geld, würde ich Geld kaufen, damit ich andere Sachen kaufen kann. Okay. Was sagt er zum Hacking-Device? Oh mein Gott, dieses geile Hacking-Gerät, das ich bestellt habe. Es sollte eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für Klar sein. Oh, wie süß! Ich hoffe, er hat es nicht gesehen. Natürlich total falsch. Aber das ist nicht gerade preiswert. Das ist nicht gerade billig. Aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Okay, was ist das? Oh, das könnte nützlich sein, da ich mich eh immer verlaufe. Ich mag ihn, auch wenn er ein bisschen doof ist. Aber er hat ein Geschenk gemacht. Oh. So. Wie wäre es, wenn ich Bob Teaser? Nicht Teaser, Taser. Teasern kann man natürlich auch. Guck mal, Bob, ich habe ganz viel Geld. Never mind. Ich muss dir Geld geben. Bitteschön. Gib mir lieber das Zeug, das du bezahlen möchtest. Okay. Ich möchte gerne einen Taser kaufen. Das sind 2 Credits. Thanks. Dankeschön. Und dann möchte ich noch diese Map. Das sind 5. Okay. Und jetzt scheinbar muss ich raus. Tschüss, Bob. So. Benutzt die Map. Geht doch. Ich kann zum Park gehen. Moin. Jebediah. Hallo, Großvater. Mein Name ist Jebediah. Tom Gifuri. Ach, ist viel zu lang. Ich werde heute einen Opa nennen. Plan A. Kannst du mit 300 Credits leihen? Na, no, schon. Ja, bestimmt. Du siehst mir aus, als ob ich dir vertrauen könnte. Ihr habt ein gutes, gut, man hört Gutes von euch. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass du es zurückbekommst. Nochmal nachgedacht, wäre es wohl besser, du fragst deinen Commander. Oh. Und das bekomme ich dafür, dass ich ehrlich war. Dann machen wir halt Plan B. Weißt du noch, als Lukas dir geholfen hat, über die Straße zu kommen? Weiß nicht mehr? Das ist, weil du im Hätnis, weil du verrückt, verrückt bist, alt und verrückt. Nein, ich bin ziemlich klar. Ja, das ist einer der Symptome. Also auf jeden Fall, Lukas will jetzt sein Geld dafür, für seinen Service. Ich mag deinen Humor, mein Junge, mein Sohn, whatever. Aber ich brauche das Geld. Das war's schon. What the fuck, wieso ist hier ein Locker? Ich brauche etwas, jetzt plötzlich nicht mehr so unwichtig, ne? Screwdriver. Wieso kann man nicht Doppelklick machen? Dieses lange Laufen. Ah, früher konnte man doppelklicken. Wo war denn jetzt der Laden da? Hui. Mein Gottchen. Einen guten Ruf war das. Früher fange fast das nicht an. Ich hab doch nur geguckt. Was? Stand da noch was? Verdammt.
Ich möchte etwas bestellen. Und was? Ein nukleares Gerät, Fish and Chips oder Bullets? What? Nichts davon. Bullets. Ich brauche wasserfeste Munition. Das sollte leicht sein. Bin gleich wieder zurück. Ah, fuck. Muss ich ein bisschen schwerer machen. Hallo, ich möchte was anderes. Nuklear-Device. Und es muss wie ein, Fahrrad verkleidet sein. Verkleidet? Shit. Ah, Mist. Aber wenigstens habe ich schon mal geöffnet. Fish and Chips. Ich möchte einen Fisch mit einer Waffe. Chips. Okay, ja, mach. Mach. Es ist ein Geschenk. Ist in Ordnung. Ah, Nerf. Warum bewegst du dich auch so langsam? Was sind das denn für Warboys? Ich meine, scheinbar kannst du ein Piercing in deinem Bauchnabel. Haben die überhaupt Bauchnabel? Ein Piercing in deinem Bauchnabel geht in Ordnung, aber du kannst nicht schneller laufen. Du bist zu chill, ne? Bist zu cool, ne? Danke. Wenn das mal so einfach wäre. Tschüss. Bing, 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 bing. Nein, scheinbar nicht. I am so klug. Gleich wieder in den Park. Und... Ist ja auch so schwer. Voll der Kriegsbär. Ich verstehe nicht viel von diesem Zeug. Aber ich würde mal sagen, es ist... die Sicherung oder was? Von dem Springbrunnen, weil das steht drauf. Wie er sich freut. Ich denke mal, es ist Zeit für Plan C. Wie er sich freut, wie süß. Plan C. Was für ein heißer Tag. Haben wir nicht Winter? Nein, es ist schon Sommer. Es ist so heiß, sogar meine Nägel schwitzen. Oh, ich bin plötzlich so durstig. Er freut sich. Oh! Perfekt. Wie soll ich jetzt dem Gericht erklären, dass es nur ein Unfall war? Er freut sich trotzdem noch. Das Ganze jetzt, um einen Mann zu töten? Okay. Dann gehen wir doch mal zur Bank. Und benutzen unsere Karte. Oh, hi Grams. Hilf mir bitte, Warbear. Es gab einen Unfall. Mhm. Oh, er denkt, es wäre ein Unfall gewesen. Vielleicht könnte ich diesmal ohne Konsequenzen aus der Sache rauskommen. Sehr seltsamer Unfall, ne? Wirst du mir irgendwie wirst du mich belohnen, wenn ich dir helfe? Später. $800.
Sag bloß, die war zu, die Bank. Ja, da muss ich auch nicht zur Bank. Who cares? $800 zum Helfen. Sollte dafür nicht irgendwie die... macht das nicht irgendwie die Feuerwehr umsonst oder so? Was? Ich habe 800. Ich kann es mir nicht leisten. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe doch 800. Also, wenn ich richtig rechne, ist 800 mehr als 300. Ja. Hä? Okay, dann gehen wir doch nochmal zur Bank. Vielleicht müssen wir das ja einzahlen. Ich habe keine Ahnung. 800 ist mehr als 300. What the fuck is going on? Ich habe ja noch gar nicht geholfen. Bitte helf mir. Okay, scheinbar habe ich das Spiel irgendwie gebrochen. Ich habe jetzt schon 1600. Ich sollte noch gar nicht dahin. Frohe Weihnachten. Ja. Hey Ladies. Ich werde später Autogramme unterschreiben, okay? Einmal brauche ich jetzt ein bisschen Geld mit Klaas Kreditkarte. Was? Ich brauche einen Code? Was, in welchen, was für Zeit leben wir überhaupt? Ich kann nicht mal etwas von meinem Freund leihen, ohne durch diesen ganzen Scheiß gehen zu müssen. Oh nein, nicht weinen, Mädels. Ich bin nicht sauer. Richtige Helden haben sehr viel Geduld. Probieren wir mal den Code. 00001, 00002, 00003. Irgendwo, währenddessen irgendwo in Klaas Gehirn. Guck mal, er guckt mich an. Du wirst mich nicht bekommen, blöde X-Mystery. Ich werde den bösen Geist von Weihnachten besiegen. Hey, wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir auf die andere Seite kommen können. Vielleicht ist das Spiel ja gleich gefixt, wer weiß. Input Query. Ja. Never mind. Okay. Guck mal, was der macht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, hab Angst, dass ich das andere kaputt gemacht habe. Dieser Baum gibt mir eine Idee. Ich kann das aber nicht zusammen benutzen. Hau den. Okay, zerschneide den virtuellen Baum ab. Bing, sing, 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 sing. Sehr schön. Oh, geh weg. Okay, oder geh nicht weg. Mir ist ziemlich egal. Oh, den mag ich. So einen will ich auch haben. Für mich. Sehr gut gemacht. Du wirst niemals den süßen Geist von Halloween besiegen. Ich meinte natürlich, mit Halloween meinte ich natürlich Weihnachten und nicht süß, sondern böse, ja. Du stinkst. Okay. So, gucken wir mal, ob wir die zusammen machen können. Nein, okay, geil. Dann gehen wir weiter. Ja. Go weiter.
Muss ich grün benutzen? Ja, dann geh. Geh. Was willst du von mir, Spiel? Ach so. Also von unten runter, man muss runterspringen, of course. Das ist ja Perspektive und so, ne? Jetzt kannst du weitergehen, tschüss. Ah, okay. Was ist das alles hier? Das ist schön gemacht irgendwie. Klar ist hier. Der böse Geist von Weihnachten. Ich liebe meinen Spitznamen. Aber eigentlich bin ich nur ein Programm. Und es ist nur dein Gehirn, das mir dieses Aussehen gab. Interessant, nicht wahr? Ich muss mal die Nummer gleich aufschreiben. Und es ist mein Hirn, das dich zerstören wird. Du könntest sogar gewinnen oder es sogar schaffen. Ich bin nämlich eigentlich nur in diesem kleinen Daten gefangen. Aber durch meine Untertanen werde ich ins weltweite Netz ausbrechen können. Und dann wird uns niemand aufhalten können. Ich werde den Durchgang, Gateway, deaktivieren. Haha, hier ist ist schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk. Oh, noise. Ich kann mich nicht bewegen. Genau. Also hab Geduld. Es braucht ein paar Minuten, bis ich das Tor oder den Durchgang aktivieren kann. Währenddessen wird das Spiel weiter mit Steve laufen. Was bedeutet das? Oh, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ein Virus mir eingefangen. Was soll's. Später an diesem am Tag. Ich kann's nicht fassen. Die Kreditkarte wurde geblockt nach nur 3 Versuchen. Nicht mal die Mädels konnten mir helfen. Was mache ich jetzt? Da seht ihr, wer nicht mehr im Baum ist. Ich weiß. Es gibt nur eine Sache zu tun. Zum Park. Jetzt alles wieder. Ich durfte noch gar nicht zum Park kommen. Warum drücke ich da auch rauf? Shit. Hoffentlich ist er jetzt da. Jupp. Na 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 na. So. Gut, müssen wir das wenigstens machen. Jetzt müssen wir nur noch das Happy Ending bekommen, denn jeder bekam, was er wollte. Jo, endlich. Auch ein bisschen das, also sehr seltsam ist. Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, als ob man in der Zukunft. Ach, ist egal. Habe ich früher auch mal so ein Problem gehabt, als ich. Was habe ich da gemacht? Ich habe ein Spiel gemacht. So ein Text-Adventure-Spiel, wo man so Möglichkeiten bekommt. Und dann gab es auch sowas wie erst nach einer Minute. Das heißt, wenn man lange gewartet hat, kam eine neue Variante. Also, ich muss euch so vorstellen: du stehst am Abgrund. Von hinten kommt eine Herde Kühe oder so. Dann steht da springen oder nach links springen, nach rechts springen, nach vorne springen. Wenn du gar nichts machst, dann trampeln sie dich nieder oder sowas. Und dann gibt es neue Wege. Und sowas habe ich sehr gerne gemacht. Und mit extra Musik und so. Ach Mann, wieso mache ich das eigentlich nicht mehr? Einmal habe ich einen Fehler gemacht und dann konnte man, wenn man in den Wald vorher ging, was war das? Irgendwas einsammeln, was man eigentlich gar nicht haben durfte. Und das war dann auch sehr seltsam. So, gib Bob mal Hacking Device. Weil die Kreditkarte nicht mehr da ist. Weil ich einen Taser gar nicht mehr habe. Dankeschön. Ich werde den Rest behalten, um für den Schaden aufzukommen. Au.
So, Hacking Device. Voll weihnachtlich und so, ne? Technologie, mach dein Ding. Yeah. Gar nicht mal so scheiße, wie Clark gesagt hat. Wo ist das Licht? Ich kann überhaupt nichts sehen. Während Steve fürs Licht, einen Lichtschalter sucht. Ach, danke, Dude. Wir müssen einen Weg finden, den Gateway zu schließen. Ja, dann würde ich mal sagen. Vielleicht kann ich es kurz schließen. Einer fehlt aber noch. Bestimmt ist es irgendwo versteckt. Gateway. Ja, dann such mal, ne? Fein. Finde den roten Würfel. Gut gemacht. So macht man das. Vorher zeigen, dass er es kann. Und dann weiß man jetzt, was man machen muss. Na, dann so viele Möglichkeiten gibt es auch nicht. Ist auch nicht sehr weihnachtlich. Ich kann es nicht finden. Oh. Es wird geblockt. Muss ich es wohl selbst finden. Kann ich hier rein? Es muss irgendwo versteckt sein. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich konnte nicht nach rechts, oder? Autsch. Du bist nicht gestolpert oder so? Warte. Finde mal hier. Ich meine, wenn es geblockt ist, kann er es eh nicht finden, aber man kann es ja mal probieren. Nein, kann er nicht. Okay. Ich hab nicht mal was. Ist ja gut, wir haben es verstanden. Must be in a hidden place. Spring nochmal. Yay. Eigentlich dürfte ja gar nichts passieren. Spring hier runter. Spring in den Tod. Sockets. Irgendwas wurde weggenommen. Ja, okay. Hä, ich kann hier gar nicht hoch. Shit. Muss ich vielleicht... Ne, ich kann sie nicht wieder zurücknehmen. Ich brauche wirklich den anderen. Fuck, fuck, fuck. Was machst du? Geh zurück. Shit, ich weiß es nicht. 5, 0, 1, 0, 6. Ich will das irgendwie verbinden hier. Das ist wie so ein 1, 2, so ein, mochte ich als Kind immer. Die Verbindungsspiele. Jetzt habe ich die Zahlen gelernt. Aber weiter als das Größte, was ich mal gemacht habe, war irgendwie 160 oder so. Weiter kam ich nicht. Tja, Leute, ich denke mal, ich suche das jetzt mal ohne euch. Es sei denn, hier hinter ist es. Aber läuft er immer automatisch wieder hin. Nevermind, du kannst mir eh nicht helfen. Du bist so schlecht. Du hast mir erst einmal geholfen, ey. Ah, okay. Schon gut. War halt doch nicht so schwer. Spielen wir das, glaube ich, jetzt durch mal, ne? Hui. Das war ziemlich einfach. Nicht gerade ein Hacker-Genie, würde ich mal sagen. Das hat nicht funktioniert. Ach so. Dann zuerst grün.
Dann blau. Dann rot. Oder habe ich das eben? Muss ich vielleicht, wenn die das machen? Warte, als nächstes kommt blau. Dann kommt rot. Ne, dann kommt grün. Verdammt. Ich mache, wenn rot. Werd rot. Jetzt grün. Yay. Ich hab's deaktiviert. Yay, yay, Karl. Ja klar, meine ich. Das sind wieder die Bösen. Wie kannst du nur? Und er freut sich. Du hast all mein Werk zerstört. Dafür wirst du jetzt zerstört. Wirst du jetzt zerstört. Ah. Hey, was ist das? Durch ein helles Licht in der realen Welt werden wir hier unterbrochen. Mein Blick ist ein bisschen durcheinander. Während das passiert, hau sie weg. Während sie abgelenkt werden. Okay. Warum freut er sich so? Was ist los? What? Jetzt. Oh, du hast das gemacht. Klar muss dein Gehirn irgendwie hier verschmort haben. Wir brauchen Licht. Die Neonlichter. Die Batterien. Alles, was er da gemacht hat. Oh Mann, da schließt sich der Kreis. Extra helle Neonlichter. Ist das automatisch oder soll ich das machen? Er macht das automatisch, okay. Nimm dies, klar. Oh, süß, wie er hilft und genau das macht, was er sagt. Du warst sehr böse. Es ist Zeit, formatiert zu werden. Und dann werde ich den Gateway reaktivieren, das ganze Web infizieren. Ho, ho, ho. Ah, nicht schon wieder. Jetzt! Löscht sie! Bing, 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 Highscore! Endlich wurde der böse Geist von Weihnachten zerstört. Dude! Wir haben Weihnachten gerettet. Und das Web. Und mein Leben. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das Programm wurde gelöscht. Um rauszugehen, drücke ich hier rauf. Okay. Okay. Hey, Jungs, ihr werdet niemals glauben, was hier passiert ist. Ach so. Nee, was ist das? Dem doch Bauchnabel. Majigire, Siso. Wo ist klar? Boah, die coole Gang. Ich bin wieder in der realen Welt, Leute. Ah, Freu. Was meinst du mit der richtigen Welt? Er meint wohl draußen. Ich meine, ihr wisst, er war da drin ewig lang shoppen. Richtig, klar? Ja, richtig, ja. wir könnten entweder Steve jetzt töten. Oder einfach alles ignorieren und Sushi essen gehen. Sushi. Also ich wäre ja für Sushi. Du darfst nicht mitbestimmen. Ich habe eine schöne Weihnachtsgeschichte, die ich erzählen kann. Daher lass uns gehen. Lass einfach die Steve-Parts raus. Denke ich mal. Yay. Warbears haben nichts mit Krieg zu tun. Yeah, dieses Spiel, aber auch nichts mit Weihnachten. Nur ein bisschen, ein kleines bisschen. Weihnachten war nie wirklich in Gefahr. Man sieht nicht, dass es Winter ist oder
Weihnachtliche Stimmung ist nicht da. Ja, ja, ja. Ein Weihnachtsbaum haben wir gesehen, das reicht. Es gab eine japanische Übersetzung. Auch mal was. Jetzt bin ich doch neugierig, was die anderen Spiele von den Warbears so darstellen. Ob das wohl auch einfach nur Klick-Teile sind oder einfach nur Bam-Bam-Bam-Teile. Oder Mäh-Teile oder Mäh-Teile oder so. Kommt halt drauf an. Luca, der fette Roadrunner. Also ist ein dicker, schneller. Oder was? Nuclear Launch, Detektiv Kafuri. Haben alle Spitznamen hier. Bob, dein Laden sieht scheiße aus. Kriminologe. Ja, das war ein Weihnachtsvideo. Ich glaube es selbst nicht. Eigentlich war es nur eine kleine süße Geschichte. Es war echt süß, wie sie immer gelacht haben. Und wenn ihr mehr über Warbears wissen wollt, geht auf warbears.com. Nein, geht das nicht, weil ich weiß nicht, was da drauf ist. Da das alles immer blind ist, weiß ich im Vorfeld nicht, was mich erwartet. Und scheinbar gibt es Warbear-Fans auf der ganzen Welt. Vielleicht gibt es sogar Merchandising, ich weiß es nicht. Danke, Siari. Und scheinbar gibt es noch ein Warbear-Adventure. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber habt Spaß. Vielleicht hat es ja auch so ganz viel mit anderen Sachen zu tun oder so. Oh mein Gott. Er hat es doch noch geschafft, ins Internet zu kommen. Dun, dun, dun. Was macht Jeremiah denn da? Ah, immer den Papierkorb überprüfen, wenn er etwas löscht. Warte mal, wie bin ich hergekommen? Das stimmt. Du hast eine Brille gefunden, hast sie aufgesetzt. Okay. Wie kommt es, dass ich die Brille nicht sehen kann? Du hast besser ausgesehen ohne sie. Und warum bin ich in Klaas Albtraum? Achso, während er geflohen ist, hat das Programm einige andere der Brillen infiziert. Gibt's da kein Antivirus für? Ja, ich bin Antivirus. Und warum tust du denn nichts dagegen? Aha, ich war gerade dabei. Na super. Willst du nicht wissen, warum ich so viel über Computer weiß? Ich kann keine Fragen fragen. Ich kann nur Fragen beantworten. So wurde ich programmiert. Oh. Ha, du bist so dumm. Wenn ich dies hier klicke, bin ich dumm. Okay, super. Du kannst mich so zurück in die reale Welt bringen, bitte. Ich mache gerade einen Datenscan. Der verbraucht 99 von den Ressourcen der CPU. Andere Applikationen kann ich nicht laufen. Ach, wie lange wird das dauern? 14 Stunden, 3 Minuten und 81 Sekunden. Was? 81 Sekunden? Ach, ich habe aber keinen Bock mehr hier zu sein. Ich muss zurück in den Park. Ich warte da auf etwas. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie spät ist es? Was würdest du sagen? Welche Zeit ist es? Das war eine Frage. Und ich dachte, du kannst keine Fragen fragen. Ah, oh, shit. System überlastet. Ich gehe schnell raus. Ich bin so clever. Ich könnte Mathe-Probleme lösen, während ich Regentropfen zähle. Er hat eine Frage in eine Frage. Beende dieses Spiel und geh zurück
zu Warbears. Macht er aber nicht. Warbears.com. Das war lustig. Das war süß, das war lustig. Ich habe es ein bisschen kaputt gemacht, aber es war sehr lustig. Warbears ist das neue Furby oder neue Care Bears oder neue Two and a Half Men, das neue Xbox One. Nee, warte, das waren alles schlechte Sachen irgendwie jetzt. Warbears ist das neue Beyblade. Das war auch nicht so toll. Warbears ist das neue Merchandising für dein Kind. Das sind Teddybären mit... Oh. What the fuck? What the fuck ist los? Ist das gerade Pedobears Pfote? Ich drücke, aber es passiert nichts. Hilfe. Warbears, stellt euch vor so. Das ist jetzt zu Weihnachten. Dann gibt es einen Teddybär, der ist ein kleiner Streber. Ein kleiner Hacker. Und man sagt immer, Dude ist voll cool, aber ist eigentlich gar nicht so cool. Dann gibt es einen, der oben ohne rumläuft und hat überall Piercing und ist ein kleiner Typ, der alles, der alle anderen ärgert. Und dann gibt es zwei Typen, die aussehen wie Schläger. Okay, was passiert hier gerade? Ich habe Angst. Wow! Und Warbear wurde zu einem Gruselspiel. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, danke. Es war eine lange, anstrengende Tür heute, ich weiß das. Und voll weihnachtlich. Aber stellt euch vor, das ist jetzt hier Schnee und dann haben wir wieder Weihnachten. Weil Schnee ist immer automatisch Weihnachten. Deshalb wird da auch irgendwo, wo immer Schnee liegt, Skandinavien oder so, ich habe keine Ahnung, wird durchgehend Weihnachten gefeiert. Jeden Tag. Nur Glühwein. Jeden Tag müssen sie 10-mal Last Christmas hören. Und es gibt jeden Tag ein Geschenk. Aber alle 20 Tage wird das Geschenk von dann wieder eingepackt, weil sie es wieder gegessen haben. Es sei denn, es kann schlecht werden oder es ist ein Hund. Aber Hunde sterben da auch schnell. Ja, und deshalb wissen sie auch nicht ganz genau, was sie machen. Genauso wie ich nicht weiß, was das ist. Vielleicht ist das ja ein UFO. Verschenkt auch Sachen, die ihr schon mal von anderen geschenkt bekommen habt. Ruhig auch eure kleine Schwester oder sowas. Da freuen sich viele drüber. Es sei denn, sie ist nervtötend. Dann schenkt es jemand, den ihr nicht mögt. Der muss dann für die aufkommen und so. Ich habe so gute Tipps. Bis dann. Ciao.